Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Letzten Part war halt wieder mal gar nichts. Haben gar nichts weitergebracht. Wir waren wieder in der Schädelhöhle. Wir haben genau ein Iridiumerz gefunden. Dafür haben wir ein neues Schwert. Also ja, war vielleicht auch nicht ganz umsonst, aber okay. Das Galaxieschwert. Level 10, Level 13. So. Nope, du nicht. Jetzt heißt es erstmal ein paar Sachen ablegen. Du bleibst da. Und. Oh, das letzte. Mist. So. Das brauchen wir noch. Oder auch nicht. Das ist dasselbe. Das können wir auch schon. Gießkanne braucht man natürlich. Nein, du gießt darüber. Er macht einfach irgendwas immer. Schaffen wir heute ein bisschen mehr. Doch ich bezweifle es. Acht Uhr 10. Miau. Wieder eine Hühnerstatue. Und was mit denen da auf sich hat, weiß auch noch keiner, ne? Echt entkommen. Okay, die Gießkanne bleibt da. Genauso wie das Schwert. Dann können wir los. Kaffee haben wir auch mit. Ah, die sind noch nicht da. Wann kommt die denn? Da ist sie eigentlich. Komm, Pam, beeil dich! Jetzt hast du ein Haus! Toll, bleib da noch stehen. Go! Was ist mit da los? Ist er nicht mehr da? Geschlossen bis zum 18. Dezember für den Pelikan-Stadt-Nachtmarkt. Okay. Der ist am Nachtmarkt. Okay. Interessant. Mit der Kokosnuss kann man wohl auch nichts machen. So.
da haben wir schon was Interessantes. Yes, 3 Iridium-Erz und 3 Gold-Erz. Na bitte, damit läuft schon mal besser als im letzten Part. Haben wir schon 3-mal so viel Iridium-Erz wie im letzten Part. Oh nein! Kampfebene hatten wir hier, glaube ich, noch nie. Shit. Yes, aber ein Iridium-Barren haben wir bekommen. Ausgezeichnet! Also eine Kampfebene vielleicht gar nicht so übel. Ja, das Springen, damit kommst du nicht weit, Kumpel. Und wir haben einen weiteren Iridium-Barren. Das heißt, wir haben jetzt 17. Gut, also die Kampfebene war gar nicht so schlecht. Wir haben natürlich keine Bombe dabei, die wäre jetzt hier ausgezeichnet zum Einsetzen. Können wir eine craften? Nö. Kohle und Eisenerz. Mist. Was braucht man für die rote? Ah ja, Solaressenz und Schattenessenz. Sollten wir auch ein paar machen. 4 Golderz, Golderz haben wir genug. Aber wir kriegen halt hier unten leider nur Schattenessenz momentan. Ne? Vielleicht kriegen wir von Geistern Solaressenz. Keine Ahnung. Aber es ist kein Geist da natürlich. Aber gut, der Besuch heute hier hat sich schon gelohnt. Ach, wir sind auf Ebene 3 und wir haben bereits 2 Iridium-Barren. Das heißt, das ist schon mal sehr gut. Oh, und da ist ein Loch. Schaut gut aus. Ab geht's. 6 Ebenen hinunter. Ebene 9. Und 2 Geister gleich. Vielleicht kriegen wir Solaressenz. Nope. Auch nicht. Mist. Man, wir haben auch erst 3 Gold. Bombe haben wir auch nicht gekriegt. Was haben wir zum Essen? Nehmen wir mal das hier. Jade. Wo geht's hier hinunter? So. Ebene 11 und es ist 15 Uhr. War nicht mal so übel, würde ich sagen. Da hatten wir schon deutlich schlechtere Runs, so wie gestern. Ne? Da dürfte nichts mehr sein. Wieder eine Ebene, wo eine Bombe super wäre. Ja, wir kriegen ja keine. Jetzt haben wir zwar das Eisen, aber wir haben
Nö, wir haben das Eisen nicht. Wir haben Kohle, aber kein Eisen. Drei Kupfererz. Oh, das heißt, wir können eine Sherry... Was ist denn da? Doch. Dachte ich mir doch. Oder? Nee. Verdammt. Amethysten. Der letzte Tag vom Nachtmarkt ist angebrochen. Wechsel mal. Wieder verfeinerter Quarz. Eben Cursor Eyes sind hier. Ebene 15, es ist 18 Uhr. Ein Loch wäre mal wieder gut. Oh shit. Und wir sollten vielleicht mal was essen. Weil das wird teuer, wenn wir hier zugrunde gehen. Kostet es, glaube ich, an 1000, oder? Eisen. Yes. Genau, 4 Eisen, genügend für eine Bombe. So, Sherry Bomb machen wir auch noch. Knochenfragmente wieder. Natürlich nix. Und da sind wir schon rundherum. Erdkristall. Nehmen wir. Scheiße. Es war ein bisschen unüberlegt. Anderes zum Futtern mit. Oh ja, wir haben noch eine Höhlenkarotte. Nein, du isst das Harz nicht. Gut, die Alge auch. Mann, wie viele kommen hier noch?
Ciao, Ebene 23, gut. 20.20 Uhr. Wir sind nicht nur weiter, wir haben auch noch mehr Zeug bereits gefunden. Also läuft deutlich besser als gestern. Im Augenwinkel gesehen. Ja, nicht so tragisch. Wir kommen hier schließlich ganz gut weg schon. Wir haben einiges gefunden. Kann man sich nicht beschweren. Und wenn wir dann den Obelisk haben, dann haben wir noch 4 Stunden mehr Zeit. Ne? Auf Ebene 40 sein oder noch tiefer. Ja, noch tiefer. Ich muss nur mal das Glück haben, ein paar Löcher zu finden. Aber es wird noch ein bisschen dauern, weil wir einfach noch 1 Million dafür brauchen. Leider. Schaut komisch aus. Grabenkuchen und trotzdem 2 Iridium-Erz. Auch gut. Aber den brauchen wir jetzt noch nicht essen. Noch sind wir ja voll. Jetzt nimmer. Weg nach unten. Ja, wenn wir das da so anschauen, haben wir sich erstmal den Kaffee rein. Viel geschafft schon. Inventar ist auch voll. Kein Loch hier. Eine Ebene gehen wir noch runter. Vielleicht finden wir noch ein bisschen mehr Iridium. Oder auch nicht. Inventar voll. Das war knapp. Legen wir erstmal alles ab. Fünfzehn Knochenfragmente. Nein, das heißt den Käse nicht essen.
So. Kosmos kam auch weg. So haben wir ja noch das und das und das. Iridium-Erz. Weitere Barren. Schauen wir hier aus. Im Gewächshaus gibt es was zum Ernten. Okay. Das müssen wir dann morgen machen. Jetzt haben wir die Knochenfragmente nicht rein dann. Egal. Nee, zu tragisch. Gut, der Part ist auch wieder zu Ende. Geht sich immer schön aus. Gut, Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.